Selbstbestimmung, Selbstführung first. Wer bestimmt, wie ich mich fühle, was ich denke, wie ich mich verhalte, ich. Und wir vergessen das oft, weil wir uns als Opfer der Umstände fühlen, aber in Wirklichkeit sind wir ja die Gestalterin unseres Lebens und daran erinnert uns dieser Satz. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Donner Days, zu der Kulturwoche und mit unserem Partner Rowohlt haben wir eine Kooperation und haben heute eingeladen, eigentlich die Autorin der Stunde, nämlich Karin Kuschek, die einen Bestseller geschrieben hat dieses Jahr. Der ist Ihnen sicher schon auch irgendwo begegnet. 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und ich freue mich, dass Karin Kuschek heute hier ist und frage Sie als erstes, haben Sie mit diesem wahnsinnigen Erfolg eigentlich gerechnet? Sagen wir so, überrascht bin ich nicht. Weil man sagt ja immer, die Dinge, die einem so leicht fallen, die sind richtig und dann soll es auch so sein. Und so war es beim Schreiben. Das Buch schrieb sich irgendwie von alleine. Es war so ein leichter, lockerer Ritt. Hätte ich nicht erwartet. Und das ist so ein guter Hinweis darauf. Und das Zweite ist, dass so ganz viele Menschen ähnlich reagiert haben, nämlich, oh, das verschenke ich. Und ich habe dann gesagt, aber du hast noch nicht mal gelesen. Egal. Und das ist ja so ein, okay, das ist ein Multiplikator. Und auf der inhaltlichen Ebene, naja, die Sätze kamen ja vor allen Dingen von meinen Klienten. Die sind also alle sturmerprobt, die sind hundertfach angewendet. Insofern war das keine Theorie, so mal gucken, ob es funktioniert, sondern ich wusste, dass es klappt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass man es anwendet und es wirklich funktioniert. Also jetzt haben wir so viel über die Sätze, dann müssen Sie jetzt gleich mal Ihren Lieblingssatz sagen aus dem Buch, beziehungsweise zweite Frage, der Satz, der am besten ankommt. Vielleicht haben Sie da auch schon irgendwelche Rückläufe gehabt. Erzählen Sie mal. Welcher also der Satz am besten ankommt, ist, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Das ist so eine trotzige kleine, ein trotziges kleines Selbstgespräch, was man sich sagen kann, weil das natürlich ausdrückt, Selbstbestimmung, Selbstführung first. Wer bestimmt, wie ich mich fühle, was ich denke, wie ich mich verhalte, ich. Und wir vergessen das oft, weil wir uns als Opfer der Umstände fühlen, aber in Wirklichkeit sind wir ja die Gestalterin unseres Lebens und daran erinnert uns dieser Satz. Und auf zwei wird, glaube ich, momentan gewählt. Das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst. Auch ein Selbstgespräch ist immer schön, weil dann so ein bisschen Milde, Gnade, sich selbst gegenüber. Das, ne? Das sagt man dann, wenn man selber einen Fehler gemacht hat, sagt man am besten, das verzeihe ich mir jetzt erstmal selbst. Genau. Und rhetorisch am finessenreichsten, vielleicht können Sie sich daran erinnern, ist diese Stewardess- bzw. Flugbegleiterin-Geschichte. Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass Sie mit mir so sprechen können. Super. Können ja. Sie nämlich nicht. Ja, super, super. Jetzt muss ich gleich mal fragen, haben Sie das Buch eigentlich für Frauen geschrieben? Ha, oder? Das, danke für diese Frage. Kann ich gleich mal richtig stellen? Nein, ist die Antwort. Und ich verstehe auch überhaupt nicht, dass es so gehandelt wird. Klar, Frauen sind 80% der Leserinnen, machen 80% der Leserinnen aus. Aber 8 von 10 Menschen bei mir waren ja immer Männer. Das heißt, das Buch ist total inspiriert von Männern, die die Sprüche angewendet haben, die gesagt haben, boah, das funktioniert ja super. Aber, was soll ich sagen, die Frauen lesen es. Also jetzt muss ich doch nochmal fragen, weil Sie sagen, das ist eigentlich inspiriert von Männern. Sie sind nämlich eigentlich Coach ja. Und haben, glaube ich, 80% Männer gecoacht, ja, oder? Genau. Kann man so sagen. 8 von ja. 10, ja. Ja, aus dem Management. Hat sich so ergeben, weil die oberen Führer, also C-Suite, also Vorstandsetage oder auch die Bereichsleiter, eine drunter, sind meistens immer noch Männer. Und das ist da, wo ich mich aufgehalten habe in den letzten 22 Jahren. Und jetzt muss ich fragen, wie ist zu dem Buch gekommen, wenn Sie eigentlich Coach sind? Ja, ich wollte nie ein Buch schreiben, das habe ich sehr erfolgreich durchgehalten, 30 Jahre lang. Und dann kam Laura Seiler, die bekannteste Podcasterin im deutschsprachigen Raum. Ein wahnsinnig großzügiger, gebender Mensch mit strahlendem Blick ins Coaching und hat immer gesagt, oh, wo ist der Satz her, wo ist der, wo kann ich ihn nachlesen? Und ich sage, na hier, hier. Wie, denn hast du selbst gekriegt? Ja, ja. Und wo ist die Methode her? Na hier. Und das hat sie dazu veranlasst, dann offenbar sehr aktiv eine E-Mail zu schreiben an den Rowohlt Verlag mit dem Betreff neue tolle Autorin. Und ich dachte, liest mal rein. Ich saß ja auf CC, wer ist denn das? Naja,
Stellt sich raus, das war wohl ich. Das ist ja eigentlich eine super dann Geschichte. Dann saß ich in der Patsche, weil jetzt wollte ich natürlich liefern, weil ich so ein Lieferando-Gen in mir habe. Ein Lieferando-Gen, das glaube ich haben viele Frauen, das Lieferando-Gen. Oder? Ja. Wir fühlen uns oft so zuständig. Ja. Was ist Ihr Lieblingssatz? Wo haben Sie gesagt, so, das sage ich jetzt, das kriegt der Nächste? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe keine Ahnung, aber ich versuche es jetzt, weil ich finde, das machen die Leute viel zu wenig. Man will immer was können, aber manche Sachen muss man einfach ausprobieren. Ich glaube, das war der Satz von Sabine Tambrea, dem Schauspieler. Ja, genau, der konnte nicht reiten, oder glaube ich. Der konnte gar nicht reiten, wurde aber gefragt, kannst du reiten? Und er hat gesagt, ja, ich kann reiten, ich muss es nur noch lernen. Ja. Großartig. Also den Satz finde ich ganz, ganz toll, aber ich finde auch, Sorgen sind sinnlos. Finde ich, passt wunderbar in die Zeit. Ist es ja auch. Ne? Zeitverschwendung. Ja, ist Zeitverschwendung. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich finde tatsächlich auch diesen Klassiker, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich, weil das kann man wirklich anwenden. Meine Ansage. Frage, also das klingt ganz gut, wenn man die Sätze immer hier im Buch sieht, aber ich glaube, bei den passenden Situationen fallen sie einem womöglich nicht ein. Kann man denn diese Schlagfertigkeit oder diese Art der Schlagfertigkeit irgendwie lernen? Es ist ja nicht mal Schlagfertigkeit, sondern es ist Souveränität, also eine neue Haltung, und die Sätze sind extra so kurz, damit wir sie schnell manifestieren können. Und das kann ja nur gelingen, indem wir es uns vornehmen. Genau wie eine Fremdsprache, die können wir jetzt auch nicht können, nur weil wir mal irgendwie in ein Vokabelheft geguckt haben. Die dürfen wir halt üben. Und üben kann man es gut, wenn wir uns dann wirklich morgens vornehmen, so heute ist der Satz dran, heute ist der Satz, da bin ich gar nicht zuständig dran. Und dann nehme ich mir das vor und dann setze ich einen Einsatz fest. Mhm. Also, was passiert, wenn nichts passiert? Was ist, wenn ich ihn doch nicht anwende, obwohl ich es mir versprochen habe? Da dürfen wir uns ja auch mal beim Wort nehmen. Und dann, weiß ich nicht, spenden wir halt 50 Euro oder keine Ahnung, oder gucken eine Netflix-Serie weniger, ich weiß es nicht. Also 50 Sätze, die das Leben leichter machen, das klingt natürlich toll und wir alle träumen von mehr Souveränität. Frage, kann man das lernen? Ja, auf jeden Fall, weil Souveränität ist ja keine Charaktereigenschaft, sondern im Grunde die Summe einer Wirkung. Also wenn Ruhe und Stärke sich treffen, dann bin ich souverän. Wenn ich in meiner Kraft bin und dabei gelassen, dann bin ich souverän. Und das werde ich natürlich eher, wenn ich mal so ein paar Sätze parat habe, so eine kleine Potpourri habe, wo ich denke, komm, den ziehe ich jetzt mal aus dem Köcher, den feuere ich jetzt mal ab, den Pfeil. Wer ist denn besonders schlagfertig in Deutschland? Als Frau? Als Frau. Oh, na, Barbara Schöneberger und Ina Müller, natürlich. Alles gut. Ich glaube deswegen, weil die ja so schön, herrlich selbstironisch auch sein können. Die sind sich ja für nichts zu schade. Die trauen sich auch einfach mal schlecht dazustehen. Und das ist ja wahnsinnig souverän, finde ich, oder? Ja, völlig richtig. Also würde ich auch sagen, dass das die zwei schlagfertigsten in Deutschland sind. Sind wir uns einig? Ja, sind wir uns einig. 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ich muss noch mal fragen, impliziert es, dass wir uns doch oft das Leben eigentlich schwer machen? Ich denke schon. Also im Jetzt machen wir es uns schwer, weil wir Dinge, die wir gar nicht ändern können, wie das Wetter oder eine Zugverspätung oder Gaspreiserhöhung, so schwer nehmen, obwohl wir es nicht verändern können. Macht keinen Sinn. In der Zukunft ist es blöd, weil wir Sorgen, Angst, Zweifel, das ist ja alles Projektion auf die Zukunft. Und Vergangenheit ist auch blöd, entweder weil sie toll war, dann ist sie vorbei, dann überwiegt das Bedauern, oder weil sie blöd war, dann haben wir deswegen ein schlechtes Gefühl. Also, drei Wege, es sich schwer zu machen. Also ich würde natürlich gerne fragen, was Sie jetzt nach diesem super mega Erfolg, Sie haben eben erzählt, es sind fast 100.000 Bücher verkauft, was Sie jetzt vorhaben, was Sie planen, was kann das noch toppen eigentlich? Das zweite Buch, denkt jeder, kommt natürlich auch, liegt ja auf der Hand. Aber als erstes kommen erstmal 50 Karten, die das Leben leichter machen, weil das Hörbuch so wahnsinnig gut läuft. Und die Hörbuchhörerinnen, die konnten ja nichts nachlesen, die müssen sich das alles merken, das geht ja nicht. Und alleine für den Umweltfrieden sollte jetzt mal die Leuchtstiftaktion ausbleiben, dass man sich selbst Zettel macht. Ich habe das jetzt mal vorgemacht, es gibt jetzt 50 Karten, die das Leben leichter machen bald. Und dann das Live-Events natürlich, das ist ja das, was ich mache seit 22 Jahren, und da würde ich jetzt mal gerne Tuchfühlungen aufnehmen mit diesen Menschen, die alle so begeistert sind und die mir so viel spiegeln, die will ich jetzt auch mal treffen einfach. Und machen Sie weiterhin Coachings? Kann man bei Ihnen eine Coachingstunde buchen? Theoretisch schon, praktisch bin ich ausgebucht bis Sommer 23. Okay. Aber für Sie will ich eine Ausnahme machen. Das ist gut zu wissen, weil Coachings kann man nicht genug brauchen. Ich dachte, jetzt kommt ein Coachable oder so. Nee? Nein. Ach, Coachable. Aber Frauen sind offen, oder? Ja,
ich finde, klar, man lernt doch immer gerne was dazu. Ja. Ist meine Erfahrung, dass Männer eher so, was hat denn die für ein Problem? Ich brauche doch kein Coaching. Ja. Dass sie das so als Manko sehen und Frauen so, echt, Coaching, super, mache ich mit. Ne? Ja. Oh, toll, ich will was lernen. Persönlichkeit ausdehnen, cool. Ja, kann ich nur bestätigen, finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch dieser Erfolg, weil man hat bei ihnen das Gefühl, es ist jetzt nicht, ich muss jetzt nicht 3 Stunden auf der Couch liegen, sondern es ist tatsächlich so ein Coaching to go, weil es eben so Sätze sind, die jeder gut nachvollziehen kann. Und wie gesagt, das macht, ich glaube, es ist wirklich das Buch der Stunde. Das habe ich ja auch im Editorial geschrieben, ja. Weil man es tatsächlich auch schnell konsumieren kann und weil es so einleuchtend ist. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so komplex, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt bei Ihnen auf der Couch über meine Vergangenheit nachdenken. Ja, Nein, lieber über die Zukunft. Ja. Sie haben ja geschrieben, diese Frau hat einen Nerv getroffen, habe ich mich total drüber gefreut, ja. Weil ich glaube wirklich, dass eine Sehnsucht im Land ist, die Dinge mal leicht zu nehmen und kurze Shortcuts zu finden, also Abkürzungen, keine Umwege, das glaube ich schon, ja. Und mein Anliegen zumindest war es, Gehalt, also Tiefe, leicht zu erzählen. Also ist ja tief, ist ja kein Abreißkalender, ne? Ja. Ist schon klar, es ist ja kein Glückskeks-Weisheit, die da drin ist, ist schon tief. Ja. Aber halt leicht erzählt, das war mein Anspruch, ich hoffe, es ist gelungen. Und was haben Sie tatsächlich vor jetzt? Auszeit, Bali, immer schön. Ah, okay. Ja, Yoga, Mantras singen, selbst aufnehmen. Ich fliege jetzt wieder nach Mallorca, nehme neue Mantras auf, Christmas-Mantra, weil ich gerne singe. Mein Vater war Jazzmusiker, es lag irgendwie nahe, dass ich auch irgendwas mache. Und darauf freue ich mich, ja. Ich habe auch gesehen, diese Mantras kann man bei Spotify abhören. Was ist das Besondere an Mantras? Also es sind immer wiederkehrende Folgen, ja, also Abläufe. Abläufe, ne? Genau, die Melodie ist wiederkehrend, aber die Worte auch. Ja. Na, das bewirkt im Grunde, das ist was für Leute, die so gerne den Effekt von einer Meditation hätten, aber überhaupt keine Lust haben und sagen, da bin ich nicht der Typ zu. Ja. Und Mantra ist ja im Grunde eine aktive Meditation. Also ich kriege von den Gehirnwellen her was Ähnliches im Ergebnis. Mhm. Nämlich die schwingen auch ähnlich hoch in der hohen Frequenz. Durch dieses ewige Gleiche, das kennen auch Jogger, dass sie dann irgendwann in diesen Trott kommen, wo man dann irgendwie doch die Glühbirne erfindet oder so. Mhm. Die neue. Und das bringt uns dahin, wo eine Meditation uns hinbringen würde. Ist schön. Und man kann mit singen oder es nur hören, ist egal. Es bringt beides weiter. Frau Kuschig, gibt es nicht auch Situationen, wo tatsächlich gar kein Satz hilft? Ja, ich glaube schon. Viele sind ja auf der Pirsch, ne, nach diesem Supersatz und der Mega-Replik. Aber manchmal ist es in der Tat wahnsinnig wichtig, mal zu schweigen. Zum Beispiel, wenn wirklich was Unverschämtes kommt. Weil wenn wir dann schweigen würden, und statt uns um Kopf und Kragen zu reden, dann würde ja dieser Satz, der uns nicht gefallen hat, wie so ein Echo zurückhallen. Mhm. Und dann könnte das Gegenüber, der diesen Satz gesagt hat, das mal hören, so im Nachklang, nach dem Motto, was hast denn du jetzt eigentlich gerade gesagt, ohne dass ich was sagen muss. Mhm. Also schweigen ist auch mal ganz nett. Wunderbar. Also ich muss vielleicht noch einen Satz sagen, der tatsächlich in der Redaktion, der mich total bestätigt hat. Und das ist dieser Satz, ich weiß nicht, heißt immer Nein. Ja. Und das habe ich tatsächlich so beobachtet, also wenn Leute mir irgendwas vorschlagen oder wenn ich irgendwie was umbauen oder in der Zeitschrift machen soll und ich sage, ich weiß nicht, das ist eigentlich immer ein Nein, aber man traut sich dann nicht sagen Nein, sondern ich weiß nicht, gibt einem erstmal so Luft, aber man meint immer Nein, das ist tatsächlich so. Genau. Deswegen fand ich den auch sehr erhellend. Das ist eine Abkürzung, ne? Ich weiß nicht, heißt immer Nein. Ja, ja, weil ja. Ja würden wir halt spüren. Ja, genau, genau. Gut, also Sie sehen, das Tolle ist wirklich, dass diese 50 Sätze wahnsinnig nahbar sind, dass man sie wirklich jeder von uns, Männer wie Frauen, finde ich, wunderbar im Alltag verwenden kann. Und ich finde, das Buch ist tatsächlich ein Geschenk. Vielen Dank. Oh, wie schön. Dankeschön.